Ernsthaft? Wow. Danke, Spiel. Junge, 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 Junge. Na, hol dich mal hin. Na, bist du jetzt wieder fit? Jetzt schon mal genau hingucken, wo du hinläufst. Ohne, ist das ein Dicht oder eine Skriptseite? So, wo ich also ein bisschen gucken, wo spielen wir hin? Da hin. Okay. Jetzt vor allen Dingen springen kann man auch nicht schnell sagen dazu, ne? Das ist auf jeden Fall eine Skriptseite, wie komme ich da hin? Ach, einfach gerade drauf zu. Oder ne, ist doch eine Lampe. Ja, eine Manuskriptseite. Ach, der Traktor. Der. Böser Kühlschrank. Ja, ich verstehe. Ja, einfach wogegen. Werden nicht schon genug nervige Gegenstände hier, ne? Cool. So. Noch ein Achievement gemacht. Ah ja, das ist wahrscheinlich, dass ich hier bei Alan Wake jetzt die Platin-Trophäe hole. Aber. Hol so viele Achievements wie es geht. Hab ich mir vorgenommen. So, noch eine alte Lok. Helfen die eigentlich auch dagegen? Ja, tun sie, okay. So, das sind so böse Sachen, dass die nur mit Anvisierten kaputt gehen. Okay. Sie haben dafür gesorgt, dass die Lokomotive keinen Dampf mehr hat. Wow. Das war jetzt dieser krasse Ausfall. Der muss kommen für mich. Wäre ein Wunder, wenn ich wirklich alles hier vollnehmen würde. Ich habe einen Schlüssel aufgenommen, schon mal. Okay. Brauche ich den Schlüssel hierfür? Scheinbar ja. Was ist denn mit diesen komischen Geräuschen? Eine Laterne. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreichen, Träumen, Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Das ist so wirklich jetzt ein bisschen sein Werdegang, wie er... Ah. Noch ein Jagdgewehr. Oh, müssen wir uns jetzt sogar entscheiden, aber das Jagdgewehr ist geiler. Glaube ich. Ding zu Wumms, wer ist jetzt? Ja. Das ist der Werdegang, wie wir jetzt das
in Skyrim gemacht haben, jetzt das Berg. Ich verstehe echt nicht, was die Dunkelheit immer gegen die Bäume hat. Was haben die Bäume der Dunkelheit getan? So. Auf einmal zerstört die Dunkelheit nicht auf den Bäumen dann irgendwie unsere Zufluchtsorte. Okay. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Keine bösen Jungs, okay. Wundert mich ja fast schon. Ich weiß auch nicht, wie lange das Level noch geht, eigentlich. By the way. Vögel. Ja, das war's, oder wie? Oder werf den nochmal an. Okay. Den schon haben wir schon weggemacht, weil das da leuchtet. Was ist mit dem Schwamm da? Wie weiß dieser Schwamm nicht, was sie machen wollen? Scheinbar. Vögel, die gerade erlebt, einfach das so. Der Geist ist schon einfach weg, weil wir einfach nur gekreist haben. Wie dumm. Verschwinden jetzt auch. Na, wenigstens. Wo kommt ihr denn jetzt her? Hä? Gemeinheit, ey. Ui. Sie haben mich verletzt, obwohl ich sie besiegt hatte. Sehr viele Krieger, ne? Wer kommt ihr jetzt her oder nicht? Ich hab Bock, ey, die ganze Zeit auf die zu warten. So, muss ich runter. Nett. Ah ja, krieg ich auf jeden Fall keine Krähen. Würde ich mal behaupten. Irgendwelche bösen Monster wahrscheinlich schon eher, ne? Was müssen wir hier lang? Na, kommen hier noch ein paar Waldarbeiter, Bergarbeiter. Baumaschinen. Ah, oh, Halluzination, cool. Scheine richtig zu laufen. Oder so. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Okay. Und dann verschwindet plötzlich alles hier. Dann laufen wir eben schnell zurück.
Das ist sogar eine Silbermine. Ja, dann stopfen unsere Taschen voller Silber. Würde ich sagen, oder? Ist hier ein anderer Weg? Ist hier derselbe Weg? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall noch ein paar Leuchtfackeln. Ups. Okay. Was haben wir denn hier unten? Frage ich mich gerade, wenn da noch was ist und da. Sehr komisch. Komm, Ellen, lauf. Okay. Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Ja. An der Seite. Zwergsbelohnung. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Ja. Jetzt wissen wir, warum es diese dicken Typen es hier gibt, scheinbar. Ja. Okay, das war einfach also nur ein Bait. Mit Ellen. Ein paar Flashbacks kriegt wieder. Okay. Klingt eher wie so ein Klick. Ich will zuerst eine Bombe hier neben mir. Die Zeit abtickt, weißt du? Anstatt dass es wie die sind oder so. Schon mal sagen, ey. Ist hier noch was? Ich glaube nicht, oder? Ja. Jetzt einfach weiter. Raus aus dieser Mine. Ja, wie lange hat mich dieses Spiel manchmal? Das habe ich echt unterschätzt. Und da kommt dann der Jäger. Wie immer. Geklärt. Sacke ist Jagd, wäre das Gute. Ein Schuss für den Dicken sogar nur. Haben sogar noch Money bekommen für ihn. Für diese Waffe. Nee, du sollst die Thermosknöpfe nehmen. Danke. So, einmal weg. Und was ist hier? Hier ist eine Sackgasse. Okay. Dann gehen wir hier weiter. So. Ich bin gerade echt voll drin in diesem Remedy-Universum und so. Ich hab da so richtig hart Bock drauf gerade. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. An die Mine erinnere ich mich zum Beispiel gar nicht mehr. Muss ich gestehen. Scheiße, hier dran erinnere ich mich gar nicht mehr. Hm. So.
dann da drauf springen kann oder was? Und hier entspringen kann? Scheinbar, ne? So, würde ich sagen. Schon sehr, dass hier gerade gar keine Gegner kommen. Zuck. Zuck. So. Zum besten noch irgendwie. Ja. Ich verstehe. Ich bin einfach nur dumm. Ich glaube. Aber ich verstehe. So, wieder so ein Ding. Es kommt einmal im Spiel vor, wird aber nie erklärt. So. Hier runter mit extrem langsamen Animationen und dann fahrst du jetzt noch höher vor. So, kann man jetzt darüber. So. Zack, zack. Und dann hier, dann sind wir glaube ich schon draußen fast, oder? Ah ja! Na, wieder eine Seilbahn oder was? Ich mir hier holen kann. Dann gehe ich erstmal nach oben gucken. Einfach hier rein. Was macht ihr jetzt? Aha. Tja. Und fort mit euch. Ich kann mal ordentlich Leuchtfackeln. Was haben wir hier? Ich kann so alles mögliche drücken, was du willst, anordnen. Das gibt's heute natürlich. Du kriegst einfach nichts. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake. Nicht schneller als Klettern. Bohr Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief: Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib. Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. Das ist unsere Comeback-Tour, Baby. Sinclair, Sinclair. Wer war nochmal Sinclair? Und da waren wir wohl schon. Okay. Schon hier. Eine Thermoskanne oder so, aber. Sieht nicht so aus. Schade. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Wir sind gut bewaffnet. Aber den Granatenflaschen mehr wären schön. Das ist eins, was mir fehlt. So. Hier ist nix. Da soll ein Generator anschmeißen. Zack. Zack. Ein so rostigen Dinger. Oh, okay. Okay, let's go. Ja, warum könnten wir wohl eine Leuchtpistole bekommen haben? Was haben wir die ganze Zeit schon gesehen? Vögel! Ne, wo sind sie? Hab ich sie jetzt schon erledigt, oder wie? Ah!
War's das? Ich glaube, das war's. Sieht auf jeden Fall auch cool aus mit diesem Nebel und den. In damaligen Zeiten sah es schon verdammt cool aus. Sind die Vögel im Boden gewesen oder was? Wo sind sie denn? Hey, hey. Oh no. Oh oh. Autsch. Das war aber nicht nett. Ich glaube, hier kann ich erstmal einen Revolver nehmen. Yo! Okay. Danke dafür. Ich muss von einem Zug erschlagen werden, ne? Von einem haben wir alles genug. Ach ja, sind wir dann bald am Ziel, müssten wir eigentlich, ne? Meine ich. Ich meine, wir müssen eigentlich bald am Ziel. Ein Spaziergang durch den Wald. Ah. Da ist auch mal inzwischen. Sehr schön. Sehr gut vorbereitet. Ich muss extrem nah rangehen, um die Schilder zu lesen. Ach so. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich hier das Schild mit einer Lupe angeguckt. Eieiei. Natürlich darf ich hier nicht laufen auf dieser Brücke. Vögel. Ernsthaft. So. Bin ich schon hier richtig? Ich glaube ja, ne? So, wo muss ich denn hin? Überhaupt. Richtig. Wir müssen schon lang. Die Seite markiert mir den Weg, ne? Mott hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mott stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Okay. Ja, haben wir keine Ahnung, wer Mott ist. Glaube ich nie kennengelernt. So, ja. So. Wir bauen uns unseren Weg. Ellen Wake. Sind wir nicht da? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir nicht rein, ne?
den gruseligen Keller etwa? Scheinbar ja. Oh. Okay. Thomas und... Okay, die kommen, okay, kommen alle am Mysterium. Ja, es kommt alles. Das ist der Laufkeller von... Aber Sega und... Thomas Zane. Ich habe keine Schrotflinte. Und noch mehr. Ich habe schon Gegenstandlimits erreicht. Okay, ich habe genug Leuchtfackeln. Scheinbar. Gönnen jetzt. Ich habe auch nicht benutzt. So. Jump. So. Okay. Der Baba Rajagger war sehr fanat in Thomas Samuel, wie es scheint. Aber gut, dass wir noch mal hier geguckt haben. War noch nicht, ja, das kann auch. Wenn wir die ganzen Toms und so weiter, oder Tom, an den Wänden ja gerade noch gesehen gehabt im Keller. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ich überlege gerade. Der hat halt vielleicht Tom, also Zane, die Dunkelheit geschafft. Ich musste schnell dorthin. Als eine Manifestation der Besessenheit seiner Frau? Ich versuchte, Alice festzuhalten, doch ihre Form löste sich auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartman stand nun dort an ihrer Statt. Ich wollte ihn schlagen, doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte, ein beruhigendes Lächeln, und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen, wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik und das schon eine Weile. Okay. Ja, das war auch dann so ein Moment, wo ich dachte, so, ich das ist Ellen in Wirklichkeit einfach nur verrückt. Das ist über Shutter Island. Hey, ich bin hier! Ich komme! Das ist bald geschafft.
müsste eigentlich so tot sein. Jetzt ist er wieder im Cornwall Lake. Eieiei. Ja, da wären wir wohl gerettet. Ich hab zwar schon erkannt, wer es war. Da werden wir demnächst aufwachen, in der nächsten Folge. Uff, war cool, oder? Mir hat's gefallen. Ende von Episode 3. Ja, ich glaube, es gibt 6. Ich bin nicht irre. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.